Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Wir feiern Konfirmation, ein fröhliches Fest. Ihr kennt euch seit 1,5 Jahren als Gruppe, habt merkwürdige Zeiten miteinander durchlebt. Wir konnten nur eine Konfirmandenfahrt machen, nicht drei. Aber einiges werden wir in den nächsten Wochen vielleicht noch nachholen von dem, was wir versäumt haben. Wir feiern Konfirmation. Ihr habt euch mit dem Glauben, mit der Bibel beschäftigt. Ihr habt Fragen gestellt, manche, die mich ganz schön zum Nachdenken brachten. In manchen Konfirmandenstunden kam ich mir vor wie bei einer Prüfung, für die ich schlecht gelernt habe. Aber ich bin froh, dass ihr die kritischen Fragen stellt. Denn ihr sollt erwachsene, gleichberechtigte Gemeindeglieder sein und nicht nur nicken und zu allem Ja und Amen sagen, was ich euch erzähle. Ich möchte zum einen alle begrüßen, die am Bildschirm zu Hause oder unten im Gemeindesaal uns zusehen. Ich begrüße die Musiker, die diesen Gottesdienst mitgestalten, und möchte zwei Einladungen aussprechen. Nämlich zum einen die Einladung: Geben Sie nachher, wenn der Gottesdienst vorbei ist, eine ordentliche Kollekte. Wir sammeln in dem einen Körbchen für das, was wir hier in der Gemeinde mit Konfirmanden machen, im anderen für die Kirchenmusik im Kirchenkreis Steglitz. Und die zweite Einladung: Am Mittwoch um 19.30 Uhr findet die Orgelfesper statt. Seien Sie dazu herzlich willkommen. So, genug der Vorrede. Lasst uns beten. Herr unser Gott, lieber Vater im Himmel, wir freuen uns, dass wir heute Konfirmation feiern können. Sieh freundlich auf die jungen Leute, die heute Ja sagen zu ihrer Taufe. Du hast sie heranwachsen lassen und ihnen einen wachen Verstand gegeben und viele Gaben und Kräfte, die ihnen helfen, ihr Leben zu gestalten. Wir danken dir dafür, dass du sie auch weiterhin durch ihr Leben begleitest. Wir danken dir für die Menschen, die du ihnen zur Seite stellst und zu denen sie Vertrauen haben können. Gott, es fällt uns nicht leicht, diese 11 jungen Leute nun loszulassen und ihnen zuzutrauen, dass sie ihren Weg durchs Leben auch dann finden werden, wenn sie ihn ohne uns gehen. Aber du gehst ja mit ihnen und du begleitest auch uns. Gib uns Hoffnung und Lebensmut und lass uns deinen Willen und dein Gebot recht erkennen und tun, was gut für uns ist und für die ganze Schöpfung. Alles, was uns beschäftigt, bringen wir nun in der Stille vor dich. Segne diesen Gottesdienst, damit aus einem guten Anfang ein Leben mit dir wird. Amen. Und damit Sie nun wissen, wer heute konfirmiert wird, stellen sich die Konfirmandinnen und Konfirmanden Ihnen nun vor. Hallo, mein Name ist sogar König und mein Spruch steht im 36. Psalm, Vers 6 und lautet: Herr, deine Güte ist, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Ich habe diesen Spruch gewählt, weil er mir zeigt, wie grenzenlos die Liebe und die Weisheit Gottes sind und dass, egal wo man ist, Gott immer an seiner Seite ist. Hallo, ich bin Matti und ich bin 14 Jahre alt. Ich habe den Konfirmationsspruch gewählt: Lass dich nicht von dem Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Und ich habe diesen Spruch gewählt, weil es mir sehr wichtig ist,
Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen und Gutes zu tun. Hallo, mein Name ist Arthur Carstensen. Ich habe ebenfalls den Spruch, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem, weil er zeigt, dass egal wie schlecht es einem geht, man mit Gutem immer wieder auf dem richtigen Weg findet. Hallo, mein Name ist Julian und ich habe den Konfirmandenspruch ausgewählt. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme Schaden an seiner Seele? Ich habe diesen Konfirmandenspruch ausgewählt, weil ich finde, dass man aufeinander achten sollte. Es ist wichtig, nicht nur an seine Ziele zu denken, sondern auch auf die anderen Rücksicht zu nehmen. Denn ohne Rücksicht schadest du nur dir selber und deiner eigenen Seele. Hallo, mein Name ist Elias Böhler und ich habe den Konfirmationsspruch ausgewählt. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich habe diesen Konfirmationsspruch ausgewählt, da er mir zeigen soll, dass mir meine Zukunft offen steht und er mir helfen soll, wenn ich denke, keine Kraft mehr zu haben und mich motivieren soll. Hallo, mein Name ist Bruno von Hübenett und mein Konfirmationsspruch lautet, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich habe diesen Konfirmationsspruch ausgewählt, weil mir Mut macht, dass Gottes Kraft auch dann in mir wirkt, wenn ich mich einmal schwach fühle. Hallo, mein Name ist Kaspar Panne. Ich habe folgenden Konfirmationsspruch gewählt. Wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Ich habe mich für diesen Konfirmationsspruch entschieden, da er den Glauben mit Gerechtigkeit verbindet. Ich wünsche mir, dass dieser Spruch mich ein Leben lang daran erinnert, gerecht mit meinen Mitmenschen umzugehen. Hallo, mein Name ist Lena Martin. Ich habe den Konfirmationsspruch: Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Herr sieht das Herz an. Ich finde, es erinnert mich daran, dass heutzutage sehr viele nur noch aufs Aussehen schauen. Und wir sollten den Herrn als Vorbild nehmen, da er vormacht, dass man nicht nur aufs Aussehen achten sollte, sondern auch auf Charakter. Und wir sollten die Menschen schätzen, die heutzutage immer noch auf den Charakter achten. Hallo, ich heiße Bärbel Göss und ich habe mir als Konfirmationsspruch ausgewählt, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich, da dieser den Aspekt hat, dass Gott mich durchs Leben leitet und mir vieles beibringt und auch, dass er mich nicht allein lässt und jeden Tag bei mir ist. Bei meinem Taufspruch ging es um die Zusage von Gott zu mir und bei meinem Konfirmationsspruch geht es um die Zusage von mir zu Gott. Hallo, mein Name ist Crystal und mein Konfirmationsspruch lautet, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn an all deinen Wegen, so wird er dir recht fühlen. Ich habe diesen Konfirmationsspruch ausgewählt, weil man sich nicht immer auf seinen Verstand verlassen sollte, sondern auch auf Gott. Hallo, ich bin Valerie Wedell und mein Konfirmationsspruch ist, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Ich habe mir diesen Konfirmationsspruch ausgewählt, da ich die Bedeutung dahinter sehr gut finde, nämlich, dass man mehr auf die inneren Werte gucken sollte, anstatt auf das Äußerliche.
Wir haben so viel Anlass, Gott zu danken und ihn zu loben. Lasst uns das tun mit Worten des 76. Psalmes, nein, des 67. Psalmes. Das, was ganz links steht, sprechen die Konfirmandinnen und Konfirmanden mit mir gemeinsam. Das, wo die kleine römische 1 davor ist, sprechen alle hier auf der Kanzelseite. Das, wo die kleine römische 2 davor ist, sprechen alle, die hier auf der Seite von Martin Luther sitzen. Und dann wieder, was links ist, sprechen die Konfirmandinnen, Konfirmanden und ich. Gott, du bist freundlich zu uns. Gib uns, Gott, deinen Segen. Gott, du bist freundlich zu uns. Gib uns, Gott, deinen Segen. Gott, du bist freundlich zu uns. Gib uns, Gott, deinen Segen. Gott, du bist freundlich zu uns. Gib uns, Gott, deinen Segen. Ein besonderer Tag, wir denken zurück an die Zeiten, die hinter uns liegen. Wir treten vor Gott und bitten ihn um sein Erbarmen. Manches haben wir falsch gemacht. Vielleicht gab es einen Streit, den wir noch nicht ausgeräumt haben. Vielleicht haben wir jemanden verletzt, vielleicht ohne es zu wollen. Wir bitten Gott um Vergebung. Wir hatten Zweifel, denen wir viel Raum gegeben haben, und Angst, die uns daran gehindert hat, das Gute zu tun, was wir tun wollten. Lasst uns in der Stille vor Gott aussprechen, was uns auf dem Herzen lastet, manches schwer wie ein Stein. Unser Gott, du hast uns geschaffen, ganz vielfältig und bunt. Wir bitten dich, lass uns deine Liebe spüren an allen Tagen unseres Lebens. Lass uns dein Wort hören, auch im Getümmel der Zeiten. Lass uns Vertrauen haben, auch dann, wenn uns manches Angst macht. Wir bitten dich um deine Nähe, guter Gott. Amen. Am heutigen Sonntag lese ich aus dem Johannesevangelium, und zwar aus Kapitel 3, Verse 1 bis 8. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm.
Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Halleluja. Der Friede Gottes sei mit uns allen. Amen. Liebe Konfirmanden, liebe Konfirmandinnen,
Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Er kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Mitten in der Nacht entspinnt sich ein Gespräch. Ich denke bei dem Stichwort nächtliche Gespräche an die Übernachtung in der Kirche, die bisher noch nicht stattgefunden hat, die wir aber in den nächsten Wochen miteinander machen werden. Ich denke an die Konfirmandenfahrt, die wir vor der Pandemie noch gemeinsam machen konnten. Einige von euch sind dabei die ganze Nacht wach geblieben. Ihr habt miteinander geredet und ich vermute, dass es dabei auch um die wichtigen Fragen ging. Wie ist das mit dem Sinn des Lebens? Wie ist das mit der Liebe? Wie ist das mit Gott? Manche dieser Fragen trauen wir uns nur zu stellen, wenn wir im Dunkel der Nacht geborgen sind, wenn niemand sieht, dass wir rot werden. Am nächsten Morgen ist man nach solchen Gesprächen immer sehr müde, aber trotzdem lohnt sich so ein Gespräch für alle. Es kostet Mut, dem anderen etwas ganz Persönliches zu erzählen, von der eigenen Liebe zum Beispiel. Wer erzählt, dass er verliebt ist, macht sich verletzlich. Und mehr noch, wer sich traut, von seinem Liebeskummer zu reden, von enttäuschten Sehnsüchten, der gibt sehr viel von sich preis. Aber der Mut schenkt uns auch die Chance, Freundschaft und Unterstützung zu erfahren. Und oftmals eröffnet mein Vertrauen auch dem anderen einen Raum. Wenn ich ihm etwas anvertraue, dann traut er sich vielleicht auch, mir etwas anzuvertrauen, etwas auszusprechen, das ihm auf der Seele lastet. Es kostet Mut, dem anderen vom eigenen Glauben zu erzählen. Denn wer von seinem Vertrauen auf Gottes Macht redet, der gibt damit zu, nicht immer selber stark zu sein. Der gibt zu, manchmal auf Hilfe und Unterstützung angewiesen zu sein. Und wer vom eigenen Glauben redet, der wird manchmal auch milde belächelt, manchmal ausgelacht und mitunter sogar angegriffen. Und trotzdem lohnt es sich immer wieder, über das nachzudenken und zu reden, was uns im Leben Halt gibt. In der Nacht also kommt Nikodemus zu Jesus. Es braucht Mut, denn es ist ein Geheimtreffen in der Dunkelheit. Nikodemus gehört zu denen, die in der Stadt das Sagen haben. Sein Besuch bei Jesus ist brisant, denn unmittelbar vor diesem Treffen hatte es einen Skandal gegeben. Jesus war im Tempel und hat mit der Peitsche alle vertrieben, die aus der Religion ein Geschäft machen. Die Händler mit ihren Opfertieren, die Geldwechsler. Alle die, die Religion nur als etwas Äußerliches zum Vorzeigen benutzen, die hat er aus dem Tempel gejagt. Das hat für großen Ärger gesorgt. Nikodemus kommt darum heimlich im Schutz der Nacht. Denn es gibt eine Frage, die ihn sehr beschäftigt. Es geht um den Glauben. Ganz vorsichtig fängt Nikodemus an, mit Lob und Anerkennung. Ich sehe, dass Gott mit dir ist, sagt er. Aber Jesus scheint nicht in der Stimmung für einen höflichen Smalltalk zu sein. Er kommt gleich zur Sache. Es geht doch nicht nur darum, dass Gott mit uns ist. Es geht um viel mehr. Es geht um eine neue Geburt. Jesus sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus versteht das nicht. Er ist ein Mann, der am Bestehenden festhält. Für ihn garantieren die wohl organisierten Strukturen des Staates und der Religion, dass sich das Leben beständig entwickeln kann. Es gibt ihm Sicherheit, wenn alles so bleibt, wie es immer war. Von Neuem geboren, fragt Nikodemus, soll ein Mensch denn zurück in den Bauch seiner Mutter? Nikodemus denkt zurück. Er hängt an der Vergangenheit und darum versteht er Jesus auch falsch.
ihr Konfirmanden, ihr versteht Jesus besser, als es Nikodemus tut. Denn ihr blickt nicht zurück, ihr blickt nach vorne. Ihr seid dabei, euren eigenen Weg zu suchen. Euch interessiert, wie eine gute Zukunft gestaltet werden kann. Euch zieht es hinaus. Ihr sucht nach Freiheit, nach Entwicklung. Und ihr seht diese Welt, wie ihr sie vorfindet, ziemlich kritisch. Kriege, Ungerechtigkeiten, Diskriminierungen, Ressourcenverschwendung, Klimawandel. Euch ist klar, es kann und darf mit dieser Welt nicht so weitergehen. Und genau das meint Jesus. Für das Reich Gottes braucht es eine radikale Erneuerung. Keine faulen Kompromisse, sondern einen grundsätzlichen Neuanfang. So von Grund auf wie eine Geburt. Und Jesus nennt es darum auch geboren werden aus Wasser und Geist. Wasser, das Zeichen der Taufe, zu der ihr heute mit der Konfirmation Ja sagt. Mit der Taufe ist klar, du bist ein geliebtes Gotteskind. Es spielt nichts anderes mehr eine Rolle. Für deine Beziehung zu Gott ist es unwichtig, ob du 4 Sprachen fließend sprichst, ob du Klavier spielen kannst, ob du selbstsicher bist und die Leute dich toll finden. Es spielt keine Rolle, wo du herkommst und was gewesen ist. Mit der Taufe fängst du völlig neu an. Es spielt für Gott keine Rolle, was die Welt über dich sagt. Es spielt eine Rolle, wo dein Herz ist. Nikodemus sucht nach Halt in den äußeren Strukturen, die sich möglichst nicht ändern sollen. Jesus aber redet von einer Sicherheit, die Veränderung erst möglich macht, eine geistliche Veränderung. Und Jesus gibt einen Hinweis, wie das aussehen kann. Er sagt, der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Liebe Gemeinde, das klingt rätselhaft, geheimnisvoll. Und trotzdem vermitteln diese Worte ein Gefühl, eine Ahnung von dem, worauf es wirklich ankommt. Denn wir Menschen haben, so gern wir das hätten, unser Leben nicht im Griff. Das merken wir, wenn ein kleines Virus alles in Frage stellt. Aber das merken wir auch, wenn wir zum Beispiel verliebt sind. Dann macht es Knall und plötzlich können wir nur noch den Namen des Menschen denken, von dem wir nicht mehr loslassen können. Auf einmal sind wir selbst ganz anders und wir sehen einen anderen Menschen und damit auch die ganze Welt ganz neu. Wir haben unser Leben nicht im Griff. Es passieren immer wieder Sachen, mit denen wir nicht gerechnet haben, auf die wir reagieren müssen. Du weißt nicht, wo es herkommt und wohin es dich führt. Und genau das gibt uns die Ahnung. Du bist nicht nur gefangen in den Verhältnissen, in denen du lebst. Du bist nicht nur ein Produkt deiner Lebensumstände, sondern du bist unterwegs. Du lebst aus einer unsichtbaren Quelle, getragen durch Gott, den Schöpfer. Du darfst das Leben lieben und du darfst immer wieder neu anfangen. Das ist die uralte Erfahrung der Menschen. Gott ist unnahbar, unaussprechlich, unbegreifbar. Seinen Kern können wir nicht begreifen, aber er zeigt sich uns immer wieder aufs Neue. Er lässt uns seine Liebe spüren. Er schenkt uns seinen Geist, der uns Mut gibt. Er schenkt uns die Freiheit zum Leben. Und diese Freiheit, diese Liebe Gottes gibt uns dann den Mut, Dinge kritisch zu hinterfragen und auch die Kraft, Veränderungen auszuhalten. Also, liebe Konfirmanden, liebe Konfirmandinnen, lasst euch von genau dieser Liebe Gottes leiten. Ihr seid geliebt und angenommen, so wie ihr seid. Und nun lebt darum und handelt darum verantwortungsvoll. Gebt genau diese Liebe weiter,
die euch geschenkt wird. Wenn ich mir bei diesem Satz so zuhöre, dann finde ich, der klingt ziemlich moralisch. Aber letztendlich gebe ich mit meinen Worten genau das wieder, was ihr uns auch immer wieder sagt. In eurer Predigt, die ihr hier auf dieser Kanzel gehalten habt, oder vorhin, als ihr eure Konfirmationssprüche begründet habt. Also seht genau hin. Wo helft ihr mit euren Taten anderen und wo schadet ihr? Wird ein Mitschüler gemobbt, dann schaut nicht weg. Braucht jemand Hilfe, dann greift zu und hört genau hin. Denn es laufen viele laute Leute durch diese Welt, die euch sagen, was ihr denken sollt. Hört genau hin. Ist es Hass? Oder ist es Liebe, die hinter diesen Worten und den Taten stecken? Passen die Worte und Taten zusammen? Und vor allen Dingen, lasst euch nicht fremde Meinungen sagen. Denkt selber, so wie ihr das gewöhnt seid. Liebe Konfirmandinnen, Konfirmanden, ich wünsche mir, nein, ich bitte euch, haltet an euren Überzeugungen fest. Bleibt euren Erfahrungen, euren Träumen und euren moralischen Ansprüchen treu und erinnert euch immer wieder daran, ihr seid von Gott geliebt. Euer Weg mit ihm ist wie eine neue Geburt, ein Neuanfang, eine offene Zukunft für euch. Ihr seid von Gott geliebt, jeder und jede von euch, ohne Vorbedingung. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you.
Liebe Konfirmanden und Konfirmanden, ihr seid getauft auf den Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In der Konfirmandenzeit haben wir gefragt und erfahren, was es bedeutet, an Jesus Christus zu glauben, auf ihn zu hoffen. Bei eurer Taufe waren ihr, die meisten von euch, noch kleine Kinder. Damals haben Eltern und Paten und die Gemeinde stellvertretend für euch den christlichen Glauben bekannt. Nun lasst uns alle gemeinsam aufstehen, lasst uns gemeinsam bekennen, worauf wir vertrauen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unser Herr, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und gefangen, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, und dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Liebe Konfirmanden, liebe Konfirmandinnen, in eurer Taufe hat Gott Ja zu euch gesagt. Heute sagt ihr Ja zu Gott. Ihr wollt alleine weitergehen auf dem Weg, auf den euch Eltern und Paten bisher geführt haben. Die Konfirmation ist nur eine Station auf diesem Weg. Der Glaube, auch euer Glaube, wird laufend Veränderungen unterworfen sein. Das werdet ihr in eurem Leben beobachten. Es wird Höhen geben, in denen ihr mit Freuden glaubt. Und es wird Tiefen geben, in denen ihr zweifelt und unsicher seid. Beides, die Glaubensfreude und die Glaubenszweifel, können und werden euch als Christenmenschen weiterbringen. Wenn ihr diesen Weg gehen wollt, im Vertrauen darauf, dass Gott euch dabei begleitet, dann antwortet bitte Ja mit Gottes Hilfe. Nun dreht euch mal bitte um und guckt mal. Liebe Martin-Luther-Gemeinde, liebe Gottesdienstbesucher, ich frage euch, die ihr Zeugen dieser Konfirmation seid. Wollt ihr diese jungen Menschen in eurer Mitte aufnehmen und als gleichberechtigte Mitchristen anerkennen? Wollt ihr sie auf ihrem Weg begleiten und ihnen, wenn ihr gefragt werdet, Rede und Antwort stehen? Wollt ihr sie ermutigen, wenn sie zweifeln, ihnen aufhelfen, wenn sie zu fallen drohen? Dann antwortet bitte Ja mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Vielen Dank. Und jetzt dürft ihr euch wieder umdrehen. Lasst uns beten. Freundlicher Gott, wir bitten dich für diese jungen Menschen. Sei ihnen nahe, rede du mit ihnen und gib ihnen deinen Geist, dass sie als Christen in der Welt leben, frei, ehrlich, ihren Nächsten zugewandt, offen für die Zukunft und voll Vertrauen zu dir. Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn. Gemeinsam beten wir, wie er es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, was wir für euch gemeinsam erbeten haben, soll euch nun persönlich zugesprochen werden. Kommt und empfangt den Segen. Und während ihr gesegnet werdet, wird Oskar für euch am Osterlicht eure Konfirmationskerze entzünden. Und eure Eltern werden die nach dem Gottesdienst für euch mitnehmen. Und nun bitte ich als Erste Lena und Bärbel. Bärbel, es segne und behüte euch Gott, der Gnädige und Barmherzige. Er schenke euch Sicherheit, die euch durch alle Zeiten der Unsicherheit hindurchträgt. Er stärke euren Glauben, der euch durch alle Zeiten des Zweifels hindurchträgt. Er schenke euch seine Liebe, aus der ihr lebt. So segnet, so behütet euch der Gnädige, der Barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Elias und Julian. Julian, Elias, Gott segne euch und behüte euch. Er sei euch nah in allen Tagen eures Lebens. Er stärke euer Vertrauen, damit ihr durch alle Zeiten des Zweifels gehen könnt. Er schenkt euch Selbstsicherheit und ihr auf ihn vertrauen lernt. Er schenkt euch seine Liebe, die euer Herz erfüllt, die ihr erweitert. So segnet, so behütet euch der Gnädige, der barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Bruno und Kaspar. Gott segne euch und behüte euch. Er umhülle euch mit seiner Kraft. Er schenke euch Mut, der stärker ist als alle Zweifel. Er schenke euch Glauben, der stärker ist als alles, was euch Angst macht. Er schenkt euch Liebe, die euer Herz warm und weich macht. Er sei spürbar bei euch an allen Tagen und in allen Nächten. So segnet, so behütet euch Gott, der Gnädige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Christel und Valerie. Christel, Valerie, Gott segne und behüte euch. Gott umhülle euch mit seinem Leben. Er stärke euch. Er stärke euren Glauben, euer Vertrauen, das stärker ist als alle Zweifel. Er sei euer Licht, das heller scheint als alle Dunkelheit. Er schenke euch seine Liebe, die euch stark macht.
ihr weitergeben könnt. So segnet, so behütet euch der gnädige, der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Matti, Arthur und Luca. Luca, Matti, Arthur. Gott segne euch und behüte euch. Gott umhülle euch mit seinem Segen, er stärke euch für euren Leben. Gott schenke euch Glauben, der stärker ist als alles, was euch zweifeln lässt. Gott schenke euch Liebe, die stärker ist als aller Hass. Gott sei euer Licht und scheine euch, leuchte euch auf all euren Wegen. So segnet, so behütet euch Gott, der Gnädige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Thank you.
Liebe Konfirmierte, muss man jetzt ja sagen, liebe Eltern, liebe Patinnen und Paten, Freundinnen und Freunde, liebe Gemeinde, Konfirmation, Abbruch, Umbruch, Aufbruch, auf zu neuen Wegen, das habt ihr bekannt. Das hat Jörg Zapka in seiner Predigt deutlich gemacht. All dies ist in diesem Ereignis, in dieser Zusage enthalten. Und Abbruch, Umbruch, Aufbruch, auf zu neuen Wegen klingt wie ein Satz, der zu den Gedanken passt, die wir alle zu den Erfahrungen aus den letzten 15 Monaten beisteuern könnten. Und es stimmt ja, wir kommen aus kargen Zeiten. Ganz viel hat gefehlt. Das übliche Miteinander, das Normale drumherum, das Gewohnte in uns allen und um uns herum. Das betrifft auch das Gemeindeleben, das betrifft die Konfirmationszeit. Letztes Jahr fiel die Konfirmation im Mai aus, sie wurde im September nachgeholt, sie war auch karg. Es gab nicht diesen wundervollen Bogen, alles war reduziert, es war viel kürzer, es waren viel weniger. Und auch ihr habt nicht all das machen können, was sonst so dazugehört. Abbruch, Aufbruch, Umbruch, das sind auch neue Herausforderungen, die sich aus den Umständen ergeben haben. Homeschooling, Wegfallen alter Formate des Lebens, mit ganz wenigen Ausnahmen. Aber der Blick zurück schärft auch immer den Blick nach vorne, also für die Zukunft. Und er gibt uns den Mut, neue Wege zu suchen und auszuprobieren, neue Weggemeinschaften zu suchen und alles, was sich Transformation nennt, in der Predigt haben wir das gehört, zu gestalten. Ihr Konfirmierte seid wohl Kinder der Digitalisierung und damit ein Sinnbild eines großen Teils der Transformation, die uns bevorsteht, in der wir sind. Das habt ihr ja auch in den neuen Formaten für die Konfirmandenzeit erlebt, aber das wird uns gesellschaftlich prägen und begleiten. Vor uns liegen die Bewältigung des Klimaschutzes und wir müssen das gestalten und euch dafür nicht alleine lassen. Wir Erwachsenen dürfen euch dazu nicht alleine lassen. Wir Paten dürfen euch dazu nicht alleine lassen. Wir Freunde sind dazu da, das mit euch mitzugestalten. Nur ein Hinweis, das Bundesverfassungsgericht hat das in seinem Urteil von Ende April, seinen Beschluss, sehr deutlich gemacht. Ein Grundrecht auf Generationengerechtigkeit und nicht alleine lassen, wenn man so will. Abbruch, Umbruch, Aufbruch, das könnte auch das Motto für euch und uns alle sein. Und im Wort Konfirmation liegt das auch drin, sich dazu bekennen, etwas Neues zu wagen und auch Fragen zu haben. An sich, an die Welt, an alles. Und uns Eltern und Paten und Freundinnen steht es nur gut zuzuhören, denn die Konfirmierten, die Jugendlichen, die Kinder von heute, sie sind eigentlich die coolsten, die in dieser Pandemie ihr Leben gestaltet haben. Das ist auch nichts Neues im Grunde genommen, aber in einem Brennglas nochmal fokussiert auf 15 Monate. Als ich vor genau 45 Jahren, damals im Hamburger Westen, im Mai 1976 konfirmiert wurde, war auch alles vieles anders. Es gab zwei deutsche Staaten, Digitales gab es nicht, noch nicht einmal Mobiltelefone. Aus Krimis kannte man Telefone in Polizeiwagen, das war aber auch alles. Mädchen und Jungen wurden getrennt, konfirmiert und auch in getrennten Zügen konfirmiert. Der Unterricht fand getrennt statt, sie zogen getrennt ein, undenkbar heute. Insofern Abbruch, Aufbruch, Umbruch gab es eigentlich immer. Und schließlich, heute habt ihr Ja gesagt, den Aufbruch
mitzugestalten und ja dazu, das zu tun, indem ihr an das glaubt, was euch trägt. Ihr habt gelernt, auch in kargen Zeiten zu wissen, Gott ist da, wo alles andere fehlt, wo ich mir selbst im Wege stehe. Und Gott ist immer da, wenn etwas unerträglich und unbegreiflich scheint. Das zu wissen, gibt Mut und Kraft. Und das, liebe Konfirmierte, möge euch stärken, nach der Pandemie für euer Leben Neues zu suchen und zu erfragen, Verantwortung zu übernehmen. Eure Eltern, eure Paten, eure Freunde unterstützen euch damit. Und so ist der Glaube an Gott sozusagen eine App, die jahrtausende lang ausprobiert wurde, bevor sie online ging, jetzt bei euch. Euch also einen herzlichen Glückwunsch, auch euren Eltern, euren Paten. Willkommen in dieser Gemeinde, liebe junge Erwachsene, auf dem Weg weiter nach vorne. Alles Gute an diesem Tag, dessen Normalität durch das schöne Wetter, durch dieses Ereignis uns zumindest vertraut erscheint. Und auf Wiedersehen an diesen und anderen Orten. Einen schönen Tag. Wir beten zu unserem Gott, dem wir vertrauen können, weil er uns Tag für Tag begleitet. Herr, wir bitten dich, lass die Mächtigen dieser Welt kluge Entscheidungen treffen, damit diese Konfirmanden wie auch alle anderen jungen Menschen auf der Welt gesund und in Frieden leben dürfen. Gerade an einem Tag wie heute ist es so, als wäre der Tag der Geburt erst kurze Zeit vorbei. Hilf du uns, unsere Kinder als heranwachsende und eigenständige Persönlichkeiten ernst zu nehmen. Sie brauchen nicht mehr den gleichen Schutz und die gleiche Fürsorge wie vor 14 Jahren. Guter Gott! Wie sieht die Zukunft aus für uns und für unsere Welt? Mit unserer Gesundheit, dem Klimawandel oder dem Frieden unter Menschen und Völkern? Gott, höre unsere Fragen und Sorgen. Es ist gut, sie dir anzuvertrauen. Der Alltag unserer Kinder ist oft fremdbestimmt durch Schule, Familie und Medien. Zeige ihnen das Abenteuer des Lebens. Und lass sie viele unbeschwerte und glückliche Momente erleben, in denen sie ihr Leben in vollen Zügen genießen können. Lass sie erkennen, was einen echten Freund ausmacht und wie sie selber ein guter Freund, eine gute Freundin für andere sein können. Und lass sie auf ihrem Lebensweg immer auf Menschen treffen, die es gut mit ihnen meinen und ihnen helfen, schwierige Situationen zu meistern. Wir bitten für unsere konfirmierten Jugendlichen, dass sie aus ihrem Glauben an dich Kraft und Zuversicht schöpfen, im alltäglichen Leben, in der Schule, Familie, Sport, Politik und Wissenschaft gewissenhafte und verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen. Wir bitten für unsere Gesellschaft und unsere Gemeinde,
dass junge und alte Menschen einen Platz in ihr finden, dass wir aufeinander hören und miteinander reden und für die da sind, die uns brauchen. Höre nicht auf, uns Zeichen zu geben, sodass wir uns wirksam an das erinnern, was uns Menschen alle untereinander und miteinander verbindet. Bitte, Gott, lass Menschlichkeit unser aller Denken und Handeln bestimmen, egal wer und wo wir sind. Guter Gott, wir danken dir, dass du uns hörst. Unser Gebet, unsere Ängste und Sorgen und unsere Zuversicht und Hoffnung sind bei dir gut aufgehoben. Amen. Und so geht, geht als geliebte Gotteskinder, geht mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden.